Facettenreich, innovativ und inspirierend. Das ist das Motto einer neuen Broschüre unserer Uni. The sky is the limit, so heißt sie. Und in dieser Publikation treten 22 Frauen aus dem MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, als Vorbild auf. Neben mir begrüße ich jetzt Frau Dr. Magda Luthey. Hallo. Sie sind stellvertretende Leiterin vom Büro für Gender and Diversity und auch redaktionell verantwortlich für die Publikation. Können Sie uns kurz zusammenfassen, was uns hier erwartet? Ja, wir stellen in dieser Print- und Online-Publikation 22 Wissenschaftlerinnen aus dem MINT-Bereich an der FAU vor, von der Studentin bis hin zur W3-Professorin. Als Role Models sollen sie künftige Forscherinnen natürlich für den akademischen Weg motivieren, wobei sie geben ja nicht nur Einblicke in ihren beruflichen Werdegang. Wir lernen die MINT-Expertinnen auch von ihrer privaten Seite kennen und was ihre heutigen Positionen und Tätigkeiten sind. Frau Luthey, was haben Sie im Gespräch mit den porträtierten Frauen denn alles mitgenommen? Ach, das sind allesamt ganz moderne, interessante Frauen, die fokussiert ihren Weg gehen. Sie sprechen dabei aber auch ganz offen über den leider nicht immer ganz planbaren Karriereweg Wissenschaft. Es bleibt daher ein erklärtes Ziel, den Frauenanteil im MINT-Bereich zu steigern und natürlich auch den Verbleib von Frauen in der Wissenschaft. Und ja, in Sachen Chancengerechtigkeit gibt es doch noch einiges zu tun. Durch die Broschüre The Sky is the Limit sollen Mädchen und junge Frauen also in ihrer Berufs- und Studienwahl bestärkt werden. Was möchten Sie abschließend den Studentinnen noch mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, weibliche Rollenvorbilder tragen dazu bei, eigene Potenziale zu identifizieren und auch zu entfalten. Studentinnen würde ich raten, sich frühzeitig zu vernetzen, sich und ihre Forschungsinteressen sichtbar zu machen und auch rechtzeitig nach Mentorinnen und Mentoren Ausschau zu halten. Frau Luthey, vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn ihr generell Fragen zur Förderung der Chancengleichheit habt, dann könnt ihr euch jederzeit an das Büro für Gender and Diversity wenden. Die Kontaktdaten, die haben wir euch verlinkt. Ab in der Tasche und was jetzt? Bis zum 30. September könnt ihr euch für über 100 Fächer ohne NC an der FAU einschreiben. Die Uni hat hierzu verschiedene Infoangebote, die Studieninfotage, YouTube-Videos oder die individuelle Studienberatung, entweder digital vor Ort oder telefonisch. Dass ich mit diesem Ding hier ins Internet gehen kann, ist schon verrückt genug und bald soll das auch noch schneller gehen. Aktuell forschen nämlich 34 Partner aus Wissenschaft und Industrie an der Mobilfunkgeneration 6G. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist auch die FAU um Professor Dr. Franchi. Am 8. Oktober könnt ihr wieder beim 9. Lauf gegen den Krebs eure Runden im Schlossgarten drehen. Unter dem Motto "Gemeinsam für den guten Zweck" stellt die Benefizveranstaltung die Bedeutung von Sport und Bewegung in den Fokus. Alle Infos und die Anmeldung haben wir euch verlinkt.